Oh, herzlich willkommen und moin moin, liebe Zuschauer. Heute leider mal wieder in einer regnerischen Folge dabei, hier unsere Wege weiterzubauen. Ich wollte jetzt aber, wie in der letzten Folge zum Ende hin erwähnt, uns erst nochmal darum kümmern, hier alles abzuholzen sozusagen, mal zu ernten. Das Problem ist nur, wir sind ein bisschen inventartechnisch gerade auch, ja, wie will man es nennen, zugemüllt. Wieso schon wieder so viel Erde auf Tasche haben. Eigentlich müssen wir erst aufräumen. Wir haben nur 4 freie Stacks und das 5 freie Stacks reicht wahrscheinlich nicht, aber wir gucken mal. Auf jeden Fall ernten wir schon mal die Karotten. So, dann haben wir das schon mal. Die müssen aber auch wieder neu natürlich ausbringen und wir haben schon wieder Hunger. Oh, dann haut ihr schnell 2 Karotten rein. Na, es ist schon wieder dunkel draußen, da steht ein Zombie vor unserem Gewächshaus. Was haben wir denn jetzt hier noch? 9 Karotten da oben. Immerhin einen vollen Stack. Ja, und ich bin echt nochmal dafür, wir bauen eine automatische Erntemaschine. Man muss dann zwar selber bestücken, aber ich glaube, ich habe da nochmal Lust zu, das nochmal anzugehen, nochmal versuchen. Das wird ein größeres Bauprojekt, ein längeres Bauprojekt und wieder ein Großbauprojekt. Aber wir haben ja noch so viel Platz rundherum. Ich glaube, in der Stadt haben wir dafür nicht genug Platz. Das ist echt zu groß wird sonst. So, Kartoffeln. Mohrrüben. Und vielleicht auch kümmern wir uns auch mal um uns selbst. Ist das reif schon? Ja, ne? Kümmern wir uns auch noch mal um unser eigenes Wohl. Und das heißt natürlich Fleischversorgung. Und hiermit können wir mal wieder unsere Tiere vermehren. Das ist also die große Ernte heute. Ja gut, kommen wir. Auch das Feld werden wir gleich wieder neu bestücken. Ein Feld haben wir noch. Zumindest werden wir hier nicht nass, ne? Ist ja auch was Positives. So, wir sehen schon, wir sind voll. Wir sammeln gar nichts mehr ein. Wir müssen gleich sonst mal irgendwie irgendwas wegschmeißen, um den Rest Weizen einsammeln zu können. Was könnten wir denn? Das könnten wir zusammenstecken hier. Ist ja auch nicht besonders hübsch, ne? Dass das hier unten alles unterschiedlich aussieht. Kann es natürlich 2 tief machen, dann kommen wir da aber nicht mehr raus. Aber wir können es locker einmal tiefer buddeln und dann mit irgendwas anderem auffüllen, dass es überall gleichmäßig aussieht. Na, später, ne? Gammelfleisch haben wir auch viel auf Tasche. Oh Gott, ist ja ekelhaft. So, die Dorfbewohner alle schön drin irgendwo, dann können wir denen nämlich jetzt praktisch das Essen zuwerfen. Jo. Wir sind fast alle hier in der Hütten. So, was kriegt ihr denn Schönes? Komm, hier, einer kriegt 32 Karotten, will keiner. 32 Kartoffeln. 32 Karotten.
16 Kartoffeln. Auch nochmal Kartoffeln. Auch Kartoffeln, so. Also ihr habt jetzt so viel zu essen, liebe Dorfbewohner. Das kann doch nur laufen zwischen euch, oder? Irgendwie nicht. Heute irgendwie schon wieder, weiß ich nicht. Heute wollen sie sich scheinbar noch nicht vermehren. Wir sind aber kurz davor. Sie gucken sich zumindest schon ihn nicht an, aber uns fehlt natürlich die nette Dorfbewohnerin. Machst du hier die Hasen verrückt? So, könnt ihr einmal Nachwuchs zeugen, bitte? Sehr schön. Klappe zu. Ab zu unseren Tieren. So, hier haben wir die neue Schlachtstation, ganz praktisch. Und auch erstmal Vermehrungsstation sonst. Und wir haben ja irgendwo Körner. Also hier können wir erstmal nur reingehen und uns ohne Ende Ei rausholen, glaube ich. Praktischerweise hier alles schön vermehren. So, das reicht erstmal. Das ganze Ei, was wir haben hier, das kann man zur Not wieder irgendwo hinballern. Vielleicht kommen noch ein, zwei Küken raus. Mehr nicht. Mehr werden nicht los. Mehr werden nicht los. Obwohl, ich hätte gerne noch die letzten 19 hier irgendwie verteilt. 18 jetzt noch, aber wird nichts. 5 Ei schon wieder. So, kommt auch nichts raus. Ab zu den Kühen. Ihr kriegt erstmal eine Ladung Weizen. Könnt euch erstmal vermehren. So, die wilde Herde hier. Und Zähmen. So, eine Menge Herzen fliegen hier. Die Kühe sind beschäftigt. Massenvermehrung. Da können wir gleich erst einmal jetzt ein bisschen Fleisch gönnen. Ich glaube, wir haben alle erwischt. So, erst noch mal lassen. Und noch haben wir ja ein bisschen was zu futtern. Haben wir noch ein paar mehr Tiere. So, Klappe zu. So, auch noch mal zu den Schafen. Ups. So, dann kriegen wir noch ein paar Babyschafe. Es regnet immer noch oder schon wieder, was auch immer. So. Sehr schön. Ein Haufen Babyschafe, ein Haufen Babykühe und ein paar Küken. Wir haben uns auf jeden Fall die künftige Fleischversorgung gesichert. So, was müssen wir jetzt mal ein bisschen aufräumen, ne? Guck mal hier, Gammelfleisch. Zu Gammelfleisch. Haben wir hier natürlich auch. Nehmen wir mal hier raus und packen mal hier alles Gammelfleisch rein. Nehmen wir auch die Körner. Das kann man nur mit diesen schrottigen Bögen machen. Ich weiß es nicht. Weizen haben wir generell eigentlich auch nicht mehr so auf Lager. Haben wir hier jetzt hier ein bisschen. Ganz schön viel Ei. Erde. Das so glaube ich, haben wir schon fast zwei volle Kisten voll mit Erde. Aber wir wollten ja eigentlich auch noch irgendwo eine große Anlage bauen, die dann automatisch ernten kann, wo man sozusagen mit so einem Wasserfall arbeitet,
dass die Ernte automatisch eingefahren wird. So, guck mal, hier haben wir die noch. Feuersteine. Ja, doch, Fäden kommen hier ja auch mit rein. Dunklen Holzzaun, weiß ich gar nicht, warum wir den noch aktuell hier mit reinschmeißen. Fackeln können wir zusammenstecken. Karotten natürlich auch. Die letzten, die können wir eigentlich auch noch irgendwie einem Dorfbewohner zuwerfen. Ja, Holz, Kohle, haben wir alles auf Tasch. Ist hier eigentlich schon wieder ungebetener Besuch in unserer Hütte? Nö. Ich wollte hier die Wände eigentlich auch nochmal neu machen. Ne? Ist auch noch so eine Sache. Dafür bräuchten wir aber noch mehr Wolle, die wir dann ja irgendwie einfärben wollten. Ich weiß gar nicht, was haben wir hier? Rote Wolle haben wir. Könnten gelbes Zimmer machen. Weiß gar nicht genau, wie das dann aussehen würde. Ob das so richtig knallgelb wird. Ansonsten brauchen wir nochmal irgendwie blauen Farbstoff oder so. Weiß nicht genau, wie färben wir das dann ein? So, gelbe Wolle. Gelbe und rote Wolle. Na, richtig hübsch ist es nicht, ne? Wir müssen eigentlich vielleicht noch mal Teppich eher haben. Und ein paar Bilder oder so. Und na, hier hätten wir natürlich dann jetzt auch noch die Chance, wenn wir so eine zweite Schicht einziehen, zu sagen, dass man da andere Lampen reinmacht. Aber erstmal bleibt es bei der Fackel in der Ecke. Flup, 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 flup. Schnell ein bisschen Wolle. Haben wir eh nicht genug. Ich weiß nicht, ob wir uns da hier wohler fühlen bei dem Gelb. Dann hätten wir zwei gelbe oder hier hinten noch eine rote Wand machen, dass es sich ein bisschen absetzt. Naja, ne. Vielleicht auch nochmal ein Doppelbett. Nochmal schnell. Na, wir haben keine gelben Farbstoffe und so mehr. Und Rot haben wir jetzt auch nicht so viel. Wir können die rote Wolle da oben mal hinsetzen. Dann würde ich nämlich die Wand hier irgendwie rot machen. Kommt hier auch kein Regen mehr durch. Vielleicht eher für die Optik. So ein Crafting Table. Ja, wir brauchen mehr Wolle. Wir brauchen noch roten Farbstoff. Rot. Aber blumentechnisch. Ups. Habe ich hier gar nicht so viel, oder? Dass wir noch Farbstoff herstellen könnten. Hier, guck mal, ein Mohn und ein Löwenzahn. Wow. Da kriegen wir nicht viel Farbstoff her. Wir haben da hinten natürlich noch ein paar Blumen. Aber hier haben wir eigentlich, das ist eigentlich so mein Bauplan für die automatische Farm. Oder hier. Dafür müsste aber der Berg ein Stück weichen. Ich weiß noch nicht genau, wo wir das hinbauen sollen. Und es nervt ja auch immer, dass die ganze Zeit hier immer Shitwetter ist. Ne? Regen, Regen, Regen. Wir sind hier echt in so einem Regengebiet.
können hier aber auch nicht den ganzen Berg wegkloppen, das ist zu viel Arbeit. Wird wahrscheinlich 2-3 Folgen alleine dauern, wenn wir diesen Berg weg abtragen würden. Könnt ihr mal Kommentare hinterlassen, ob wir es machen sollen hier. Dann können wir nämlich hier ein schöneres, haben wir ein großes Baugebiet hier, wo der Berg jetzt ist. Und das würde sich hier wahrscheinlich nachher ganz gut machen in unserem Dorf. Schon mal gucken. Ich zeige euch mal schnell, wie schnell es gehen würde mit unserer Superschaufel. Ich meine, okay, das Problem ist natürlich, wir haben nur hier oberflächlich Erde und werden wahrscheinlich dann gleich auf Steine stoßen. Ich meine, aber auch Steine sind natürlich mit unseren Superspitzhacken auch nicht mehr ganz so das Problem. Also man würde hier relativ schnell, glaube ich, die 2-3 oder insgesamt 5-6 Schichten abtragen können und somit die Landschaft hier ein bisschen neu gestalten und sich einen schönen neuen Bauplatz machen. Ist natürlich jetzt bei Regen auch ganz schön unübersichtlich. Und wir brauchen gleich schon wieder eine neue Kiste für Erde. Darauf wird es ja dann auch hinauslaufen. Hat auch dann auch den Vorteil, dass wir aus unserer Hütte einen viel besseren Überblick bekommen. Aber schon eine Menge, was weg müsste, ne? Also, wie ihr seht, ihr könnt ja gerne mal einen Kommentar hinterlassen. Ansonsten möchte ich das vielleicht abseits der Kameras mal machen. Was ist euch da lieber? Komplett mit dabei sein hier. Ja, genau, ein bisschen roten Farbstoff können wir natürlich auch gebrauchen. Oder sagt er, ach komm, das ist nicht so schlimm, das geht auch recht schnell, hau den Berg weg. Oder sagt er, nee, bloß nicht. Der ist auch so hübsch. Prägt hier die Landschaft. Ohne den Berg sieht das alles nicht mehr gut aus. Ja, auf jeden Fall mache ich das jetzt nicht komplett zu Ende. Das sollte nämlich für die heutige Folge gewesen sein. Ich danke euch fürs Zuschauen, würde mich über Kommentare und so natürlich dann freuen. Wenn ihr jetzt einen Kommentar hinterlässt, was wir mit dem Berg machen sollen, wird es wahrscheinlich erst in einer der nächsten Folgen irgendwann drauf eingehen können, in der nächsten Aufnahmesession. Denn ich jetzt meistens immer noch mal, ich denke, 2 Folgen oder so werde ich noch aufnehmen, mal gucken. Ich wünsche auf jeden Fall noch einen schönen Tag, schönen Abend, bis zur nächsten Folge und tschüss.